Hey Leute, ich würde sagen, es ist jetzt einfach mal an der Zeit, dass wir Meisterschaftsrang 27 machen und von daher legen wir einfach direkt mal los. Ich habe das Ganze ein halbes Mal geübt, ich muss gestehen, danach hatte ich schon keine Lust mehr. Nicht, weil es keinen Spaß gemacht hätte, sondern einfach, weil man das hier nicht groß üben muss. Der 27er-Test ist wirklich ziemlich simpel. Wir flitzen durch die Gegner, töten Gegner, sammeln Kugeln auf und müssen die dann hier in dieser Plattform wieder ablegen. Wir haben dafür 5 Minuten Zeit, müssen 100 Kugeln sammeln und los geht's. Ist auf jeden Fall sinnvoll, einen Wächter dabei zu haben, der Vakuum drin hat. Wie ihr schon seht, die Kugeln werden aufgesaugt und Gegner töten mache ich erst nachher. Muss man eigentlich gar nicht machen. Also ihr merkt es schon, hier gibt es gerade auch nicht viel zu quatschen. Ich flitze einfach durch die Gegend, sammle die Punkte auf und das war's. Okay, ich bekomme jetzt auch noch 410% meines Schadens. Seht ihr vielleicht da links unter den Punkten? Das ist halt eben ein Counter, wie viele Punkte ich gerade gesammelt habe, wie viel Bonus-Gegner-Level es gibt und alles. Und jetzt habe ich hier abgegeben. Ich habe nach einer Minute 20 Sekunden... Was ist das hier für einer? Keine Ahnung, der hat einen Stern gehabt. Nach einer Minute, ein paar Sekunden habe ich jetzt schon 35 Punkte aufgesammelt und ja, das hier ist einfach nur durch die Gegend flitzen. Na. Jetzt aber. Damit wären wir jetzt schon bei 50 Punkten. Och, gibt's doch gar nicht. Springe ich die ganze Zeit zu weit? Aber ich muss sagen, der Test ist mal wirklich schön gelungen. Der macht Laune, unterhält ein bisschen, ist jetzt nicht ätzend oder so. Ich muss gestehen, man hat auch nicht das Gefühl, zu sehr unter Druck gesetzt zu werden. Und alles in allem ist doch eine grundsolide gelungene Sache. 73 von 100. Und die letzten paar bekomme ich auch noch hin. Schon wieder. Mein erster Gedanke war es eigentlich gewesen, hier einen Frame mitzunehmen, der Damage drückt und gleichzeitig ein bisschen tanky ist. Aber als ich dann noch ein bisschen genauer drüber nachgedacht habe, ist mir einfach aufgefallen. Naja. Wir haben es eigentlich gar nicht nötig. Einfach durch die Gegend flitzen mit einem Loki, alle Kugeln aufsammeln. Oh, meine Energie ist aus. Anscheinend geben rote Kugeln 3 Punkte und das wäre es schon gewesen. Das war der ganze Mastery 27er Test. Gut, Test bestanden. Was haben wir gewonnen? Plus 1000 Standing Limit, plus 50 Void Spuren und plus eine Basis Mod Kapazität, wenn wir etwas geformat haben oder neu bekommen. Schöne Sache und alles in allem ein wirklich gelungener Test. Ich hoffe, das hier hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir doch ein Abo und ein Like da und bis zum nächsten Mal.